Hallo und herzlich willkommen zurück bei deiner Lieblingsabendunterhaltung. Achso, ja, Stadtland, hier, Stadtland Scheiße. Scheiße. Du was? Ich weiß leider nicht. Boah, wie die schon tippen im Hintergrund. Wollte ich gerade sagen, ich habe gar nicht angefangen. Ich auch nicht. Alter, Curry. Wer ist denn ich bin sowieso wer? Am langsamsten, also heute wer? Von mir. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Shark war Tobi. Wer ist entweder genau. Ich bin die Taube oder das Schwein. Ja, ich auch, weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin die Taube, oder? Bin ich der Einzige, der eingeloggt ist? Ja. Ja. Was ja, macht ihr denn mit euren Accounts, Mann? Ich habe mich immer über Google eingeloggt, hatte ich jetzt mal keinen Bock drauf. Hä, Google Plus? Wann dürfen wir denn eigentlich tippen jetzt? Du hast doch schon längst getippt, wir haben es doch gehört. Ja, deswegen, damit ich dann weiter tippen kann. Sollen wir es machen? Okay, ja. Okay, ich warte, eins. Ist ein I, ne? Zwei, drei. Ich bin die Taube, Bahn übrigens, das steht oben rechts. Achso, warte, was? Oben eins, rechts? Zwei, drei, was? Ah, jo, ich bin das Schwein. Okay. Wartet noch, ne? Oh Gott. Das ist echt eine scheiß Idee mit Dingen, die Gronkh sagt. Ich weiß nicht, was ich sage. Ich höre mir nicht zu. Ich habe keine Ahnung, was du sagst, Mann. Das ist richtig low. Ach, ich würde auch was Schönes gerne schreiben, aber es war einfach nicht gut. Dinge, die im Popo Aua machen. Tobi, sag mal kurz, bitte. Ich bin fertig. Dein Pimmel auf jeden Fall nicht. Ich bin ja auch vorsichtig. Da, Leute! High Five, Curry. Alles ganz verlinkt. Darauf will er ein High Five haben, ist das dein Ernst? Den gebe ich dir nicht, ey. Komm schon, willst du doch auch, ey. Gib mir den High Five. Gib mir das High Five. Ey, was jetzt? Gib mir das High Five dafür. Du hast jetzt zu hören, Curry. Wer schreibt da so aggressiv? Das bin ich. So, ich bin fertig. So, ich bin auch fertig. Ey, Curry, geil. Alles klar. Bahn auch? Ja. Okay. Nice. Alles klar. Wer liegt's vor? Hä? Komm. Was, Erik? Was denn? Hä, was denn? Einmal vorlesen, komm, auf geht's. Okay, let's go. Asa, Spielzeug im Happy Meal. Eine Inuyasha-Gedenkserviette? Made in China. Er kommt wieder mit seinen Klammern. Ey, was? Ja, hä? Oder? Klammern. Hä? Was? Ja, klar. Der Shark schreibt, indonesische Kleinkinder. Alter. Tobi, dein Spielzeug sind Kleinkinder? Tobi? Ja, weiß ich ja nicht, kann ja sein. Also ich weiß ja nicht, von wem Happy Meal wir hier reden. Ich bin nicht überrascht. Wenn das bei der letzten Frage auch steht, dann habe ich Angst vor dir, Tobi. Wenn du das Ja. Okay, Interkontinentalbürste. Hä? Ja. Ja, das kennt ihr noch nicht, ne? Nee. Ja. Ach so. Für jeden hat Hüft geeignet. Ding. Ja, oder so. Okay, Intimwaschgel, klar, das verstehe ich, klar. Okay. Das gehört auch rein. Oh, Hase. Alter, die Religion. Was denn? Ja, komm. Hä? Komm. In die Religionslehre hineingefallen. Klammer. Sie hat mich nach Hause eingeladen, war aber Unfall. Tobi! Tobi, was ist denn los? Was ist denn mit dir los, ey? Alter, der Tobi will die Welt einfach brennen sehen. Das ist doch wie hier Cards Against Humanity, oder nicht? Ja, stimmt schon. Also, Tobi hat mal in der Aula masturbiert und Allah Akbar geschrien dabei. So. Es gibt auch ein Video davon auf YouTube. Na, Curry, was ist denn mit dir verkehrt, ey? In die Hose geschissen und die Wände beschmiert. Schmierfink. Ja, man weiß doch nie, was es in der Cafeteria so zu essen gibt. Kann man deine Kunst immer bewundern. Ja, das würde dir gefallen, ne? Das. Ja. Boah, Internetmobbing, Schulverweis, das wäre natürlich schön. Oh, krass. Das weiß ich nicht. Das wäre echt gut. Boah, Alter, wer hat geschrieben, ich bin der Geilste? Das hab ich zuerst auch geschrieben. Tobi, ich bin der Geilste. Tobi hat das gewonnen, ey. Das ist Tobi hat gewonnen, ja. Tobi hat gewonnen. Alles klar. Du hast vollkommen recht. Was? Ich mach das mal kurz. Alles klar. Ich war das mit denen, ich bin der Geilste. Ah, das habe ich zuerst auch geschrieben, ich bin der Geilste. Ich kenne dich halt so gut. Just for fun. Just for fun, natürlich. Okay, gut.
Dinge, die im Popo Aua machen. Alter. Inzest mit dem fetten Onkel nach dem Penis. Alter. Vorher ging's da. Hey, Tobi? Schmerzhaft. Alter, jetzt würde die Whiskyflasche nicht schon weh genug tun, weißt du? Schwefelsäure. Ich hab mich jetzt sofort zurück einfach. Dann verstehe ich's natürlich. Okay, inneres High Five ist aber auch... Oh, ich stell mir das halt so, weißt du, wie so... Der Tobi hat, reinschieben. Hat mir Innovation gegeben, ja, und dann beide Hände rein und dann... Oh. Kannst du leicht so matschen. Das, der Hände meist kennst du das, wenn du so... Kritisch wird, wenn du eine Hand reinschiebst und von innen kommt eine und macht so. Ich hab meine oben reingesteckt, Alter, oder? Erik, was ist los mit dir? Da wohnt mein Ex. Pan hat richtig Bock. Igel. Ja, ich bin halt voll... Igel. Ja, diesmal voll zurück, ey, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, Leute. So, die armen Tiere, Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Okay, ich bestätige die Ergebnisse. Ja, kannst du machen, ist kein Problem. Hab ich gemacht. Okay, Pick muss noch, okay. Ja. Nächste Runde, alles klar, jetzt... Ich bin voll ready. Ich bin richtig ready. Ja. Ah ja. Okay. Oh Gott, wie wird denn das geschrieben? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man das schreibt. Ich hoffe, das ist richtig. So, ich hab's. Hä? Also ich drück nicht auf Hör auf, aber ich sag nur, dass ich fertig bin. Ich bin auch fertig. Jo. So, ich muss noch ein bisschen warm werden. Es ist sehr spät, Leute, also wundert euch nicht, ne? Oh Gott, was kommt jetzt? Nein, ich meine nur, falls, ich hab jetzt für uns alle gesprochen, falls da irgendwie was kommt. Tobi kommt eh in der Hölle. Tobi, leb dich aus. Oh. Let's Draw It wollten wir auch irgendwann mal nochmal, oder? Obwohl, das war, was war Let's Draw It nochmal? Ich weiß nicht, das haben wir noch nie gemacht. Damit. Ja, stimmt, stimmt. Wir wollten das immer spielen. So, ich bin so durch. Ich bin nicht richtig zufrieden. Ja, geht halt. Runde. Weiter geht's. Ja, gut. Ja, weiter ich will geht's. Das Happy Meal haben. Alles klar, Pan. Hase, ich liebe dich. So, okay, Curry, hey, komm, let's go. Okay. Also, Spielzeug im Happy Meal hat der Erik sich für Daenerys Dracarys Dolch entschieden. Mhm. Mhm. Der Tobi ist aber aus zweiter Hand. Der ist schon used. Also, ja, nehmen wir trotzdem mit. Muss man aber noch selbst zusammenbauen. Mhm. Der Tobi hat einen Donald Duck, die Pornografie als Collector's Edition, Director's Cut, Blu-ray. Boah, geil. Tobi, was ist denn da verkehrt bei dir im Kopf? Der muss seine Hose gar nicht ausziehen. Das ist keine gute Runde irgendwie, keine Ahnung. Keine gute Runde, was? Ich hab einen dünnen Eispickel reingepackt. Ja, kann man auch machen. Für ein bisschen Action für die Kinder. Ich meine, da muss ja auch mal ein bisschen, die müssen ja früh lernen, worauf es so ankommt in der Welt. Geil, also, Pickel, geil. Ja. Pan hat sich dasselbe gedacht, deswegen hat sie ein Dildo reingepackt in das Happy Meal. Das gut ist, ja. Mhm. Passend dazu gehen wir auch direkt mal rüber zu den Gründen für die Schulverweise. Ja. Erik hat sich... Hat geschrieben, den Schüler zurecht vermöbelt, war pädagogische Maßnahme. Ja, toll. Ich dachte, der Lehrer kann ja auch mal verwiesen werden, habe ich mir so gedacht. Ja, also, das finde ich gut. Tobi, was du da geschrieben hast, verstehe ich überhaupt nicht. Das würde ich eigentlich fast ablehnen. DJ Bobo-Songs im Bio-Unterricht. Also, ja, das kann ich schon. Also, Freedom. Das ist schon, ja. Also, come on, let's do it, come on, yes, right. Okay. Move your feet to the rhythm of the beat. Ja. So, dann habe ich Doppel-D, BH, Steinschleuder, andere Schüler abgeschossen. Abgeschossen. Abgeschlossen. Nein, nicht abgeschossen. Abgeschlossen. Er muss jetzt auch rotes Kreuz sagen. Egal. Nein. Ja. Okay. Bitte nicht. Dschungelcamp-Teilnahme und gewonnen. Ja, da hast du recht. Erik! Hä, was denn? Ist das dein Ernst? Was denn? Was denn? Ist das dein Ernst? Hä, was denn? Das habe ich heute erst gesagt. Dinge, die Gronkh sagt, das habe ich heute erst gesagt. Das von Tobi ist auch so on point, das ist eigentlich die Kategorie gut. Das darf doch nicht wahr sein.
Das stimmt leider alles. Das stimmt einfach alles. Das war Curry, der ist Traitor. Ja. Oder das Spiel ist schuld. Ja, ja, es kommt halt alles vor. Wir können da einfach nicht rein. Das ist einfach wahr. Das bist alles du, Erik. Du bist alles. Ja, ich erkenne mich da selbst wieder. Es ist so, als würdest du gerade in diesem Bildschirm sitzen. Also, ja, ja. Das bist du auf jeden Fall. So, Dinge, die Popo Auer machen. Detlef die Soße beim Bewerbungsgespräch. Ja, ich weiß halt auch nicht. Dildo im Feier finde ich sehr schön. Mit Feier. Mit Feier. Achso, Dildo mit Feier. Mit Feier. Alter. Hä, hey, was ist das denn mit den Klammern da? Mit doppelseitiges Klebeband mit Spikes. Das muss einfach euch fokussieren, weißt du? Oh, Tobi, Alter. Darmdusche aus Pfefferspray. Nee, Tobi ist doch Dildo mit Feier. Stimmt, ja, wer ist denn Pan? Ist immer. Was ist denn mit der Pan? Bei Pan habe ich manchmal das Gefühl, du bist irgendwie so eine Farmerin, weil du machst sehr viel mit Tieren. Was? Ja, also wenn. Darmdusche aus Pfefferspray ist was mit Tieren? Hä? Curry, was ist da los in Kleve? Was ist da los in Kleve? Ich habe mein Haustier, Pfeffer. Oh Gott, oh Gott. Ich habe Pferdespray gelesen. Was? Aus Pferdespray? Es ist spät dafür, Leute. Das können wir nicht machen. Es ist schon spät. Ich hab mich komischerweise überhaupt nicht gefragt, was das sein könnte. Jetzt einfach so hingenommen, ey. Ich kann nicht. Es ist einfach, wir müssen solche Sachen immer am Ende der Aufnahmetische spielen, ey. Es ist so dumm. Oh. Ja, also würde ich so beschädigen, ne? Ja. Nehmen wir mit. Aber ich bin super, ey. Pferdespray, Alter. Okay, Ah, schön. Ich sollte die Folge ab 18 markieren. Ja. Ich weiß nicht, wie man den schreibt. Was sagt ein Gong? Man kann gar nicht. Man kann keine. Ach so. Ah. Ist das sorry? Ach Gott, ich bin so doof. Okay. Ich baue noch ein bisschen. Natürlich. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich bin durch soweit. Oh, ich noch nicht, ey. Oh, okay, ich bin auf. Ah, ich noch nicht. Moment. Ich hab's mir diese Runde war. Da war ich. Ich stehe hier. Bei W bin ich irgendwie so gar nicht gerade, ey. Ich hab keine Ahnung. Nee. Wie schreibt man das? Badam. Okay. Ich hab's. Ja, ich hab eine sehr total kreative Runde. Das ist richtig. Ja, das passt. Ja, ich hab's. Wir hätten, glaube ich, mehr Runden machen sollen, wenn ich auf die Uhr gucke. Es geht. Ich hab's auch jetzt. Machen wir gleich noch so ein. Okay, alles klar. Noch ein kurzes Ründchen Tobi, wie sieht's aus? Tobi? Jo. Nein, Tobi! Let's go! Let's go! Ach du heilige Scheiße! Wieso muss ich sowas vorlesen? Okay, also, der Erik hat geschrieben: Spielzeug im Happy Meal World Trade Center Anal Pleasure Set. Ja. Und der will die Welt einfach auch nur brennen sehen. Bitte die Folge ab 18 markieren. Der Tobi möchte in seinem Happy Meal bei McDonald's Wix-Vorlagen der McDonald's-Franchise-Leiterin. Okay. Können wir die eher googeln?
Der Curry möchte in seinem Happy Meal eine Wasserpistole mit Salzsäureverstärkung. Wir haben heute viele Säurewitze hier. Alter, ich habe auch was. Ich habe gerade Wunschdorf-Sammelalbum gelesen. Ja, stimmt. Ich habe Wunschdorf gelesen. Ich dachte, wieso steht das was Harmloses? Was macht das da? Nein, ich möchte ein Wunschdorf-Sammelalbum haben. Ich dachte, oh, was für ein schönes Wort. Okay, hast du ganz im Ernst, ja. Was denn? Das ist aber sehr einfach. Ein Schulverweis World Trade Center Anal Pleasure Set im Religionsunterricht benutzt. Was? Ist toll. Das eine Geschichte, die du erzählst? Ja. Das ist ein roter Faden, der sich bei mir durchs Leben zieht. Tobi schreibt, Winchester vermöbelt Chantal wegen Periode in der Raucherecke. Alter, das ist doch 50667 Köln zusammengefasst, oder was? Vincenzo, Alter. Vincenzo. Ich weiß nicht, wie man den schreibt. Vincenzo. Oh, ich bin so fertig mit, ich hab so Kopfschmerzen vor Lachen heute. Der Curry hat geschrieben, Willy Wonkas goldenes Ticket verkauft, in Klammern, aber gefälscht. Ja, das kann man nicht machen. Da bekommst du Schulverweis. Ja, da geht's um Schokolade, ey. Und ich hab geschrieben, wundervolle Sexpraktiken mit der Lehrerin, in Klammern, die von Jonas. Wird man da von der Schule verwiesen, wenn man Sex mit Lehrern hat? Die Lehrer werden verwiesen, aber man selber? Achso, ja, gut, ja, da Jonas. Wer ist Jonas? Ja, der Jonas. Das ist der Kumpel von Vincenzo. Die Clique. Wir erzählen dir eine Geschichte. Okay, Dinge, die Gronkh sagt. Werbung. Ja. Oh nein, oh fuck, der hat alles weggemacht. Ich habe eigentlich geschrieben, Werbung, Hashtag Ad, Hashtag blablabla. Ach, schade. Kauft mein Merch, http, gronkh.shop. Ja, geil. Schade. Ja, sonst hast du noch Werbung gemacht, Hashtag Werbung. Der Tobi hat geschrieben, weil ich Videobeweise habe und das stimmt. Habe ich wirklich. Der Curry hat geschrieben, welche hier amputierte Affen haben denn dieses Scheiß programmiert? Das habe ich nie gesagt. Das hast du nie gesagt. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der genaue Wortlaut war, aber irgendwas mit Affen und programmiert war das schon. Und ich hab einfach nur geschrieben, was denn hier schon wieder los, wenn mir nichts eingefallen ist. Aber, was ich mich gerade frag, Dinge, die im Programm machen, Ad? Was? Wie Ad? Da steht Ad. Das war das Ad von vorher. Ich hab hier eigentlich geschrieben. Ja, nice. Ich hab geschrieben, Dinge, die Popo Aue machen. World Trade Center Anal Pleasure Set in Klammern mit Spikes. Ach komm, ey. Oh, ja, natürlich. Ach komm, Alter. Richtig armselig. So. Oh, der Tobi schreibt Wladimirs Faust. Okay, Tobi, ist okay. Welcher Wladimir denn? Der von Vincenzo. Der Bruder von Goethe oder was? Wladimir Putin oder hier von den Boxbrüdern, keine Ahnung, was weiß ich. Ah, okay. Ja, oder der Vladi halt, ne? Ja, oder Vladis Faust. Obwohl, ich glaube, kann auch, glaube ich, nicht. Bestimmt so, ganz klein. Dieser dünne lange Arm einfach. Das ist wie so eine Analkamera einfach. Vladi, wir reden gerade über deine Faust, Anal. Vladis Analkamera. Okay, der Curry findet das Winterfell. Ja, kann ich mir vorstellen. Sehr, also ich glaube, wenn man das ganze Dorf oder die ganze Stadt da reinpackt, dann tut das schon weh. Also so dehnfähig ist das. Was ist los mit dir, Paar? Ja, Waschmaschinentapfen. Challenge Time. Probier das bitte zu Hause aus. Woher weißt du das, Paar? Essen kann jeder. Ja, wie soll ich das sonst aber machen? Ey, machst du dann immer da rein und über den Boden so rutschen oder was? Oder wie? Ja, gleichzeitig wasche ich dann die Wäsche. Füllst du auch immer Spülmaschinensalz nach, Paar? Ui, das Ding hat immer so einen Bauchschmerz. Mit so einem Trichter. Alter, was ist das denn so für dich heute, ey? Kann das bitte jemand zeichnen? Nein! Nein! Barbara! Barbara! Ey, ihr ruft immer nach Barbara, ich komme auch immer nach Barbara. Barbara, Mama ist Barbara. Damit das jetzt funktioniert. Die Zeit, die bist du realistisch. So. Hups! Ich hab bestätigt. Hä? Achso, ich hab auch bestätigt. Achso, ja, dann mach ich mal. Bahn? Okay. Was kommt jetzt, ey? Oh. F. Oh. Hä? Ich hab keine Ahnung.
Nee, kein, ich weiß auch nicht. Nee, warte mal. Ich bin auch nicht. Das finde ich süßer. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Nee, kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Ich meine, F verleitet sehr, vor allem beim letzten, aber das kann ich nicht machen. Ja! Entschuldigung. Warte mal. Okay, komm, ich mach's. Bin ich zu müde oder zu anständig, dass mir da nichts einfällt? Was sag denn, was sag ich denn? Oh, da hab ich aber was Gutes. Ja. Boah, ich weiß es, ich kenne mich nicht. So, ich habe jetzt auch einfach Wörter geschrieben. So. So, fertig. Ja, warte, ich noch nicht. Dinge, die im Popo Aua machen. Ich glaube, das reicht für mich. Also ich glaube, damit bin ich fein. Ich bin auch ganz zufrieden. Ich mach so. Ja, ja. Echt, ey, warte, ich brauch leider noch ein bisschen. Ja, okay. Entschuldigung. Ist okay. Heißen die so? Ich bin mir sicher, da kommt jetzt was ganz, ganz Tolles. Ich mach so. So, ich glaube, ich bin fertig. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich bin fertig. Erik, das wird okay, super. Hau rein jetzt hier. Was ist hier los? Möchte jemand anderes? Nein. Nee. Okay. Alter! Was denn? Was denn? Nee, ich hab nichts. Tobi! Hä? Okay, also. Alter. Spielzeug im Happy Meal. Also, Frauke ja. Ludwigs. Nee, wie heißt die? Frauke Ludwigs. Ich kann die Namen nie aussprechen. Ludwigs, ja, genau. Super Happy Hippo Slip-Einlage. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß aber nicht. Das war nice, Erik. Geil. Ja, hey, super. Ja, Tobi. So, also ich bin ganz klar für Fritzel-Fan-Merch. Ja. Tobi, ja. Wer ist Fritzel? Ja. Hä? Erik, das kannst du eher googeln. Wer ist Fritzel? Kennst du den nicht? Nein. Guck mal in deinen Keller. Gut. Erik, das klären wir nach der Folge. Wer ist denn Fritzel? Das ist vollkommen egal, Erik. Das muss ich jetzt aber nicht erklären. Jetzt muss ich aber wissen. Nein, aber ich kann das nicht googeln, weil ich kann das nicht aufnehmen, weil die Aufnahme läuft ja gerade. Ich capture gerade den Bildschirm ab. Fritzel ist sowas wie, wie soll ich das sagen? Das Schlimme ist, darf ich kurz... Fritzel, das fröhliche Faultier. Darf ich kurz dazwischen... No, darf ich kurz dazwischen grätschen? Der Erik hat heute irgendwie gesagt, so, ja, und wenn die Bomben fallen, hat irgendwie so Witz gemacht und meinte, ja, da ich ja eh mal im Keller bin, komme und ich ja eh nicht rauskomme und so, ist das für mich überhaupt gar kein Unterschied und so. Da habe ich zu ihm gesagt, heute tatsächlich noch, nicht, dass Leute noch denken, ich wäre so ein Fritzel oder so. Und dann... Jetzt weiß ich erst, wieso der Erik gar nicht gelacht hat. Irgendwie, der wusste nicht, wer das ist. Also, nein, ich kann das jetzt nicht erklären, das ist scheiße. Nein, weil ich erkläre das es jetzt nicht. Das ist sehr dark. Das ist der Inbegriff von Inzest in Österreich, sagen wir es mal so. Aber mehr sage ich jetzt auch nicht. Bastard, ja. Hä? Also ein richtiger... Richtiger Bastard. Okay, alles klar. Alter. Tobi, okay, also, alles klar. Ich komme in die Hölle, das weiß ich eh schon. Ja. Passt das. Ja, gut, das also, ist... Also, Fritzel, der alles sagen. Ja, ist kann so ich schön, mal, ja, kann ich mein Autogramm holen. Oh. So, Schluss jetzt. Hä? No, wo war das?
Warte, warte, wir können es nachschauen. Warte, wir können es nachschauen. Runter, runter. Alter. Okay. Das automatische fertig machen. Alter, okay. Okay, also fliegendes Faultier mit zwei Akkus hat der Curry geschrieben. Ja, mit zwei Akkus. Für längeren Flugspaß. Das ist immer schön. Mhm. Schön. Und Ficky die Hand. Wie sieht die aus, Pan? Kannst du kurz mal beschreiben? Ja, Barbara? Die hat einen großen Mund. Ficky die Handpuppe mit einem großen Mund und großen Händen, ey. Kennt ihr eigentlich Ficky Leandros? Rotes Loch für die Hand. Alter. So. Gründe für Schulverweis, jetzt geht's los. Ja. Kündige Mitschüler auf dem Schulhof aufgestellt und Barbara? Ja, da ist mir nicht viel eingefallen. Fortnite-Tänze in der Jungs. Ja, Tobi, geil. Nackt, geil. Fortnite-Tänze okay, hätte schon gereicht, ey. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, ich denke auch. So, und der Curry für die Lehrerin mal wieder das Rohr durchgeblasen, das eigene auf der Bühne. Also ein Satz zählt, ne? Auf der Grundschule war ich auch, ja. Immer mit den Klammern hier. Und Ficken bei Mathe aus Protest wegen Kackrätseln beim Escape Room. Ja. Hä? Was? Pan? Das ist schon Tage her, auf das weiß keiner. Was? Auf dem Tisch, ist mir egal. Was? Pan? Was? Das weiß doch keiner mehr hier. Okay. So, okay. Dinge, die Gronkh sagt. Freitag um 18 Uhr, super Livestream auf http:// Geil einschalten! Gronkh.tv, geil einschalten. Aber geil, wenn da fällt doch eigentlich noch selbe Stelle, selbe Welle, oder? Ja, das passt nicht mehr hin. Oh, oh. Aber das, also das, was ich geschrieben habe, musst du unbedingt sagen, Erik, bitte. Fridolin Schlömpel weiß, was zu tun ist. Dankeschön. Oh nö, Curry, ey. Ja, doch. Also ja, okay, das passt natürlich auch für die Community. Ja, Handherz und so. Handleber. Hey, Freunde. Hey. Fick dich doch, du Waldförster. Oh, oh. Wir kennen oder was? Oh, ja. Wo war das denn nochmal? Das ist ja lange her. GTA, Ameisen. War das? Ah, ja, ja. Sagen, GTA, ne? Ja. Oh, good times. Oh, schön. War das Ameisen 23? Ja, ja. Wir müssten irgendwann mal zusammen so einfach so zum Spaß irgendwie zwei Folgen GTA machen. Einfach irgendeine Kacke machen. Irgendwie einfach nur umfahren. Ey, wenn er da wieder da ist, ne? Ich kann nichts mehr. Ich hab jahrelang gewartet. Ja, steht er da. Und ist einfach so ein Bran, ey. Aber in den Jahren haben sich bei mir echt viele Leute gemeldet, die Ameisen 23 sind. Weiß, es ist ja, ich bin's auch, Erik, jetzt kann ich sagen. Ja, okay, alles klar, hab ich gedacht. Ja. Gagspiro. Gagspiro. So, Dinge, die Popo Auer machen. Fette russische Hammerwerfer Olympioniken, die echt sauer sind, weil man ihnen viel Geld schuldet. Oh, ich glaube, das brennt echt, ey. Danach. Find schön, dass du dir da gerade so Gedanken drüber machst, Pan. Ja, Friseurbedarf, frisch geschärft. Ich hatte keine Ahnung. Ja, Tobi, nice, geil. Okay. Ja, ist okay. Ja. Keine Ahnung. Dann Flaschenpost, Empfänger Dickdarm. Okay. Weißt du, das ist eher so Rohrposter, ne, Curry? Ja. Aus für mich. Ja, und Flutschfinger, eisgekühlt mit eingearbeiteten Nägeln, ranzig von 1989. Alles klar, Pan. Oh. Okay. Nice. Ist mir eingefallen, ey. Nice, Pan. War gut, war geil. War eine geile Runde. Ja, GG, ey. Ja. Wir haben alle gewonnen. Nice, wir haben alle dieselben Punkte. Hey, warum hat Erik nur 150? Was? Ja? Weil er einmal AD geschrieben hatte, glaube ich. Ja, stimmt, ja gut, das kann sein. Oh. Da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Ja, aber war schön. Ja. Wir haben gelacht. Erik, hey. Das war einfach toll. Tolle Aufnahmerunde heute. Alles klar. Ja, das ist schön. Hat Spaß gemacht. Schön. Ich mag Stadtlandfluss, aber das nächste Mal nehmen wir brauchen tolle Themen. Ja, die hast du ausgesucht, also da können wir nicht. Ja, schön. Gut, ja, ich muss das mit Gronkh muss sicher nehmen. Da wolltet ihr ja unbedingt. Hey, das hast du doch genauso gesagt. Hey, hab ich doch gesagt, weil man dazu sagen muss, er hatte vor der Runde noch schnell die Kategorien hinzugefügt und hat dann so getan, als hätte er die gerade zufällig gesehen. Ja, eben, genau. Das ist ja, genau so war das. Ja, ja. Oh, was für ein Zufall. Sehr wahr. In der nächsten Folge dann Schicksal sein. Dinge, die Tobi gerne isst. Oder fällt mir aber viel ein. Ja, klar, fetten Witze. Die sind immer gut, ne? Hey, Tobi, was machst du? Ich dachte, das macht's gut. Auch mal dein Fritzel-Merch, Alter. Und tschüss. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.